Weil er verursacht halt dann doch schon doppelt so viel Haltungsschaden wie normaler Schlag und er ist down. Oh mein Gott, damit kann ich auch sein, sein Dingschlag abbrechen. Sein Rauchschlag oder wie auch immer ich den nennen soll. Das ist eine sehr gute Information. Ich finde es halt gerade echt nur ein bisschen kacke, dass ich nicht Dings habe. Keine Wiederbelebung, aber dann muss ich halt jetzt durch. Oh, er hat mich voll mit dem Anti hier getroffen. Das zusammen mit keiner Wiederbelebung ist nicht die beste Mischung, aber hey. Muss ich wohl durch, ne? Er verbessert seine Haltung wieder, der Arsch. Ich weiß es eigentlich auch relativ witzig. Ich bezeichne den als Arsch, weil er seine Haltung verbessert. Ich währenddessen hier mich einfach die ganze Zeit oder so. Nö, das ist in Ordnung. Und in der Zeit kann ich auch kein Gegengift benutzen. Oh shit. Oh mein Gott, ich kann mich wieder heilen. Nein! So knapp. Da wäre es halt jetzt echt gut gewesen, wenn ich nicht so früh meine beiden Wiederbelebungen verballert hätte, aber hey. Kann man nichts mehr dran ändern. Ich muss jetzt damit leben. Mit meiner etwas abgeänderten Technik gegen den komme ich da eigentlich dann doch jetzt wesentlich besser voran. Also warum nicht? Kann man ja schaffen. Würde ich zumindest sagen. Ja, ich glaube, es macht auch mehr normalen Damage, nicht nur mehr Haltungsdamage. Oh, Anti-Heal abbekommen. Ja, und natürlich, gerade wo ich Anti-Heal abbekomme, macht er natürlich einen seiner besten Moves, ist klar. Wow, also das ist ein... Der Anfang von dem ist echt eine Ansage, muss ich sagen. Vor allem, dass er jetzt so oft den Move machte, mit nach seinem Seitwärtsschlag noch die Drehung zu machen und nicht einfach so die Kugel zu werfen, wie jetzt zum Beispiel. Finde ich sehr, sehr interessant, aber ich glaube, ich weiß auch, woher das kommt. Weil der so programmiert ist, dass er, wenn ich das Anti hier drauf habe, er natürlich nicht nochmal... Die Anti hier. Also nochmal Anti hier drauf macht und deswegen diesen anderen gefährlichen Move da macht, wo er die Drehung macht. Ist eigentlich klar und ist auch sinnvoll. Aber das ist eigentlich nur noch. Das ist eigentlich ein sehr guter Grund, sich nicht von dem Anti hier treffen zu lassen, weil die Drehung, die er manchmal macht, ist wirklich verdammt furchterregend. Finde ich zumindest. So. So, Damage, ihm Damage zu machen scheint gerade ein bisschen überbewertet zu sein, ansonsten hätte ich das schon längst gemacht. So geht doch. Ich finde diese Stellen da manchmal ein bisschen awkward, wo er nichts tut und man sich so ein bisschen denkt, ah, hätte ich doch jetzt vorher angegriffen, das wäre es gewesen. Weil es ist einfach so ein...
So ein Anstar-Duell unter Shinobi, oder wie auch immer ich das bezeichnen soll. Kommt mir auf jeden Fall mal manchmal so vor und das ist dann ein bisschen weird, aber naja. Einerseits würde ich es total cool finden, wenn die KI hier im Kampf dazulernen würde, andererseits andererseits muss ich halt echt sagen, dass ich gerade total den Faden verloren habe. Was ich sagen wollte, weil ich gerade Watlis Nachricht gelesen habe. Ups. Der Laptop ist... Bild und Ton friert manchmal einfach ein. Bist du dir sicher, dass das nicht mein Stream ist, Watli? Und deswegen habe ich ja auch gefragt, ob im Stream alles okay ist. Aber bist du dir sicher, dass dein Laptop und nicht mein Stream? Muss auch bei Netflix an mir schauen. Okay. Ja, gut. Dann finde ich natürlich trotzdem schade für dich, dass das so ist. Aber andererseits bin ich auch irgendwo beruhigt, dass mein Stream das jetzt nicht so beeinflusst an der Stelle. Zum Glück. Ich sag mal so, unter den Umständen, dass das Bild bei dir überhaupt einfriert, bin ich recht froh, dass es nicht mein Stream ist, der einfriert. Andererseits muss ich natürlich sagen, dass der Umstand überhaupt existiert, dass bei dir Bild einfriert, finde ich natürlich schade. Weil egal, was du tust. Weil sowas ist immer blöd, wenn das, was man in der Freizeit nutzen will, dann einfach nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte. Erstmal ein bisschen Haltung regenerieren hier. Ah, stimmt, er hat ja diesen Move gemacht, weil ich noch Anti war. Weil ich noch Anti-Healed war. Was wiederum nur meine These stützt, dass er den Move eigentlich nur macht, wenn man Anti-Healed ist. Und das würde auch dazu passen, dass ich den bis jetzt so wenig gesehen habe. So, erster Lebensbalken weg. Mit einem Heal-Item nur verbraucht. Nice. Nice, danke. Es kann noch sehr viel passieren, aber es ist keine schlechte Ausgangslage. Das kann ich ja mal so festhalten. Könnte meine Haltung mal regenerieren, die ist gerade echt für den Arsch. Oh, danke für die Haltungsregeneration, mein Guter. Weiß wirklich sehr zu schätzen. Auf jeden Fall ist so jeder Moment, den ich kein Damage nehme, ist ein guter Moment. Und ich bin auch sehr froh, wenn ich mein Wiederbeleben nicht einsetzen muss, weil das birgt ja auch nochmal ein gewisses Risiko, wenn ich
das Wiederbeleben einsetzen muss. Nämlich in der Hinsicht, dass er mich danach einfach direkt killen kann. Oder er starrt mich einfach nur an wie jetzt. Das ist natürlich der Optimalfall dann, aber... Auf jeden Fall heißt es, ich habe jetzt konzentrieren. Und das nicht zu wenig. Am besten. Ah, danke. Nehme ich. Und bam, schön in die Haltung rein. Ja, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Und... Oh, hi. Nein, was mache ich da? Oh mein Gott. Was auch immer ich da gemacht habe, ich soll es am besten nicht wieder tun. Er sprüht wieder Gift durch die Gegend, der hat seine Haltung verbessert. Das ist nicht schön, aber egal. Hey Murphy, wie geht's? Bin gerade ein bisschen gestresst. Okay. Komm, friss Feuerwerk. Er hat das Feuerwerk nochmal gef... Nein! Nein! Gerade im Moment frustriert. Sehr, sehr frustriert. Ansonsten ganz gut. Bisschen unausgeschlafen. Bisschen in die Nacht schlecht geschlafen, aber ansonsten gut. Das war wohl gerade mit die größte Gefühlsregung, die ich jemals im Stream gezeigt habe. Weil der Kampf hier ist auch sehr intensiv, muss ich sagen. Das liegt nicht daran, dass du geschrieben hast. Nein, nein. Alles gut. Oh nein. Nein, du trittst mich jetzt hier nicht auf den Boden, damit das klar ist, ne? Aber ich denke mir gerade jetzt erst recht. Jetzt muss ich... Jetzt will ich erst recht schaffen. Gegen den Kollegen hier. Bam. Oh, der gute Ashina-Stoß. Der ist schon super. Was? Hör auf mich drauf zu rennen. Aber jetzt habe ich meinen Tod natürlich nicht mal für die zweite Phase. Durch alles andere als schön, ne? Mein Freitod. Aber wenigstens habe ich dafür noch ordentlich Heal-Items, was mir aber nichts bringt, wenn ich einfach vorher verreck. Oh mein Gott, ich muss mich gerade mal echt fangen. Ich hatte so einen schönen Anfang, da darf ich jetzt nicht so das da machen.
Ja, das ist praktisch, wenn er den länger behält, ja? Schon. Oh, nur Blocks, kein Parry, sehr schlecht. Bam. Oh, stimmt, der sprüht ja da Gift. Super angenehm, muss ich schon sagen. Und noch mehr Gift. Und weil es so schön war, noch mehr Gift. Der mag es gerade echt wirklich, die gesamte Map mit Gift zu pflastern. Und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Vor allem, weil mein... Jo, gesamte Map mit Gift pflastern, macht er munter weiter. Oh, aber wenigstens ist jetzt nur dieser eine Giftschwall da. Bin schon mal sehr beruhigt. Oh mein Gott, das war gerade so eng. Ich war mir eigentlich schon fast sicher, er wird mich mit dem Anti hier jetzt treffen. Aber okay, alles gut. Alles gut. Nein! Oh mein Gott. Ganze Map mit Gift voll, was will man mehr? Ja, geil. Ich bin einfach nicht dankbar genug dafür, dass er mir so viel. Dass er mir ein Gift. That he brings a gift to me. Okay, lassen wir das. Selbst wenn ich total angespannt bin, kann ich so schlechte Witze raushauen. What the hell? Ich werde halt gerade wirklich nicht von diesem Anti hier getroffen werden. Oh nein. Oh nein. Bleib mir vom Leib. Nein! Schon wieder so knapp. Spiel ist am besten, wenn du nur noch ein Leben hast. Vielleicht weiß er das und möchte eine Herausforderung haben. Mhm. So nah am Sieg. Und doch wird's nichts. Du Scheiße. So, mein guter, uhu. Jetzt ist aber der Tag deiner Abrechnung gekommen. Du gehst zurück in deine Tube, uhu. Zurück zu den anderen Schnell. Zurück in die Klebeabteilung, wo du hingehörst. Ja, sorry, musste sein. Aber ich bin enttäuscht. Der Uhu hier guckt nämlich gar nicht komisch. Das ist ein merkwürdiger Uhu. Ich wäre dafür, dass der Uhu mal versucht, seinen Kopf um 360 Grad zu drehen. Also so als Herausforderung, um zu zeigen, dass er auch wirklich ein Uhu ist. Und wenn er dann tot umfällt, dann ist es halt so. Damit hätte er halt auch den Bossfight gewonnen. Komm, dreh deinen Kopf mal um 360 Grad, ansonsten helfe ich dir dabei. Muss ich zwar vorher vielleicht töten, aber mein Gott. Oh nein, bin's Anti hier rein.
zwar aus reiner Dummheit. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es das echt so ein bisschen mein Lebensgefährte, so der reiner Dummheit. Aber ich glaube, dieses Gefühl, das Gefühl hat jeder mal, oder? Oh, ich kann mich ja wieder healen. Oh mein Gott. Das wäre halt auch so ein witziger, selbstironischer Username. Reiner Dummheit. Nur die Frage ist, wer wird sich dafür freiwillig dumm nennen? Ich denke, es wäre ganz gut für so einen Zweit-Account. Aber was meint ihr? Und ich finde mal hier wieder das reinste Bullshit-Gespräch. Ah, oh, okay, Anti hier. Sehr nett. Während ich eigentlich mich auf diesen Bossfight fokussieren sollte. Aber hey, das macht auch ein bisschen das. Meine Art so aus, dass ich manchmal halt auch so absoluten Bullshit rede. Und das auch genau weiß. Bullshit, I like it. Okay. Hey, Passi. Ich bin gerade Bullshit am Reden, während ich seit 3 Stunden versuche, diesen Boss zu besiegen. Und komischerweise funktioniert es fast schon besser, wenn ich Bullshit rede, als wenn ich einfach mich auf einen Bossfight konzentriere. Was irgendwie echt weird ist. Aber ich will nichts heraufbeschwören. Und ich hab's darauf beschworen. Ich war jetzt 3-4 Mal hintereinander kurz davor, ihn zu besiegen. War das mit Harik gerade ein bewusstes Wortspiel oder? Ich frag nur so. Ich glaube, es war ein bewusstes Wortspiel, weil... Ja, ne? Harik ist der auf jeden Fall. Aber mir sind eigentlich viel zu lang seine super langen Haare gar nicht wirklich aufgefallen. Bis ich mal mit einem Schlag nur seine Haare getroffen habe, das als kompletter Treffer gezählt hat und da hat mir so gedacht, what the fuck. Also ihm mitten in die Brust zu stechen, zieht ihm also genauso viel ab, wie wenn ich ihm in die Haare steche. In die Haare. Und der Move hier, da bin ich so froh, dass ich den mittlerweile einigermaßen ausweichen kann, weil es mit so der Move von ihm, der am meisten Damage macht und mit am schwersten auszuweichen ist. Also der mit dem Feuerwerk da. Oh nein. Das ist sein Move, der am meisten Damage macht, weil er mich fast one-shottet damit. Ich weiß nicht. Oh nein.
Oh mein Gott. Hör auf, hör bitte auf, ja? Aber ich glaube, er wird nicht aufhören. Nur so eine leise Vermutung von mir. Nein! Okay, dann muss ich wohl jetzt den Tod in Kauf nehmen. Und dann habe ich den halt nicht mal für später. Übrigens habe ich seine Haltung schon ordentlich penetriert. Und er meine durch den Move jetzt auch. Und ein Anti-Heal. Oh, zum Glück hat es mich nicht getroffen. Ah, der trifft mich. Der damagt mich ja auch, selbst wenn ich block, der Move. Wie gesagt, sein stärkster Move. Manchmal traue ich mich da einfach nicht wirklich auszuweichen, weil, ja, funktioniert so nicht, ne? Er funktioniert halt nicht immer. Ja, dem sind die Haare so heiß wie ApoRed die Schuhe. ApoRed, existiert der überhaupt noch? Ich meine, ich weiß, der war vor 3-4 Jahren auf YouTube mal groß. Aber ja, stimmt, der hat ja so etlich viele Schuhe. Stimmt, da war was. Bisschen Schuhfanat. Ja, YouTube ist halt schnelllebig, ne? YouTube, Twitch, generell das Internet ist halt super schnelllebig. Darf man nie unterschätzen. Da ist ungewöhnlich, wenn jemand wie ich über 3 Jahre praktisch kaum Veränderungen in seinen Viewerzahlen hat. Weil entweder wird es normalerweise besser oder schlechter und nicht wie bei mir einfach gleichbleibend. Ich muss meine Haltung mal dringend generieren. Weil er lässt mich nicht. Ah ja, doch, jetzt ist meine Haltung mal wieder einigermaßen in Ordnung. Ich glaube, bei seinem zweiten Balken da auf die Haltung zu gehen, wäre auch der falsche Weg. Da gehe ich eher auf die HP, dass die eher abgezogen sind als seine Haltung. Ich glaube, das ist der bessere Weg an der Stelle. Ich meine, wenn es die Haltung wird, sage ich dazu auch nicht nein, ne? Ich meine, nur HP sehe ich da dann doch ein bisschen als wahrscheinlicher an. Ja, weil er zum Beispiel den Move hat, wo er einfach mal seine Haltung wieder kurieren kann. Oh nein, ich bin anti-healed und ich bin vergiftet. Böse Kombi und ich habe kein Wiederbelebungsding. Und das heißt, ich bin jetzt tot. Es sei denn, ich würde ihn jetzt komplett wegklatschen in der Zeit. Okay, nein. Rest in Pieces. Ja gut, aber es gibt halt da auch schon Unterschied zu dem und zum Beispiel zu so einem Kronk, weil es gibt Leute, die setzen eher auf darauf spektakulär zu sein, andere dafür, dass man sich dann ruhigen Abend machen kann oder einen ruhigen Tag und deswegen werden auch die Leute, die wirklich begannen, yes. Kann ich bauen? In West in Pieces, ja, so ungefähr. Auf jeden Fall. Ja, die Leute, die eher so ruhigeren, beständigeren Content auf YouTube oder Twitch machen, die haben zwar vielleicht nicht so hohe Zuschauer oder Sub-Peaks oder was auch ich. Aber was weiß ich? Oder was weiß ich so rum? Aber die haben halt einfach Konstanz drin, die anderen nicht zwangsläufig drin haben.
habe Anti hier abbekommen, das ist natürlich unschön. Oh, okay. Ich habe schon gedacht, oh nein, jetzt spuckt er wieder sein Gift und dann ist mir so aufgefallen, oh, warte mal. Falsche Phase vom Bossfight. An dem Punkt hier hat er noch kein Gift. Und ich lasse mich an der Stelle tatsächlich absichtlich ein bisschen stunnen für eine Weile, weil der Boss dann immer diesen einen Tritt da macht, ne? Und immer wenn er diesen Tritt macht, dann weiß ich genau, okay, ich kann den dann einmal, kriege ich einen Free Hit von ihm. Und das ist halt echt super. Genauso wie bei der Bombe da. Das ist der Hit nicht unbedingt immer free, aber zumindest der Ashina-Schlag, den ich da ja immer mache. Der ist nicht unbedingt free, aber zumindest ein normaler Hit wäre schon free. Oh, danke, das. Ja, so, seht ihr, so ein normaler Hit, den kann man da eigentlich immer reinhauen. Ich habe nur den Aschner-Schlag gemacht, mittlerweile da reingehauen, weil er einfach mehr Schaden macht. Oh. Und der Move ist immer noch scary. Also er ist immer noch furchterregend. Furchterregender als jeder andere Move, den der, egal welcher Farbe sie macht, change my mind. Und ein Gift. Die Sache ist, beim Gift sag ich ja auch immer, oh nein, ne? Aber das Gift ist eigentlich gar nicht so furchtbar. Es wird erst furchtbar in Kombination mit dem Anti hier. Also ja, beides kann. Ich glaube, deswegen werde ich bei den Anti-Heal-Kugeln jetzt auch nur noch einen normalen Schlag und keinen Asina-Schlag da reinhauen. Oh, er hat einfach direkt die Anti-Heal-Kugel geworfen. Der will mich echt... Der will echt Anti-Heal auf mich wirken, fast schon. Das will wirken, das klingt eher nach einem Fire Fantasy-Zauber. Aber naja, lassen wir das. Ich bewege mich lieber hinter denen und hau dem eine rein an der Stelle. Anstatt dem den Ashina-Schlag noch unbedingt zu benutzen. Ich meine, klar, er ist deutlich besser, aber ja, ich brauche ihn halt nicht unbedingt an der Stelle. Und das ist eigentlich, ja. Ein unnötiges Risiko, um es mal so zu sagen. Oh, Anti hier, danke. Jetzt packst du es? Ich denke nicht, aber ich habe jetzt schon so viele Versuche, dann denke ich jetzt nicht, dass ich an einer bestimmten Stelle packen werde, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Weil so ein Kampf hier kann halt auch echt schnell nach hinten losgehen, weil er halt so viel hat, mit dem er mich enorm schnell, enorm stark damagen kann. Also, und als ob er es beweisen wollte, hat er es sofort gemacht. Okay. Das war meine Wiederbelebung. Und deswegen habe ich übrigens die ganze Zeit gesagt, dass dieser Schlag da voll... Dieser Angriff total furchteinflößend ist, weil ihr habt ja gerade gesehen, wie viel Damage der anrichten kann. Das ist halt einfach nur noch krank.
Ah, danke. Ah, ich bin gerade so angespannt, Leute. Und er verbessert seine Haltung mal wieder. Na toll. Oh, zum Glück nur die Heelkugel. Yes! Jawohl, geht doch. Sagst du doch. Scheiße. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfes weiterlebt. Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich die Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Große Shinobi Uhu war der Pflegevater des Wolfes. GG, danke. Danke an euch drei und willkommen im Stream Reflex. Wie geht's? Ah ne, Reflexion der Kraft nicht, das war Angriffsstärke verbessern. Erlegt großer Shinobi. Aber war das gerade, war das eine Qual? Fähigkeit erwerben. Danke, danke, Leute. Danke, danke. Ashina Kreuz sollte ich. Sollte ich wirklich mal lernen. Ich benutze jetzt die ganze Zeit schon den Ichimonji. Puh. Geh ich auch mal hier unten hin. Was sagt denn Emma zu ihr ganz? Aber der junge Herr ist noch da. Ich spreche erstmal mit Emma. Oh, ich bin aber gerade so glücklich, das geschafft zu haben, Leute. Ihr glaubt mir das gar nicht. Alkohol anbieten und kultivierter Sake. Hat hier gerade noch irgendwas Großes zu sagen? Oh ja, kipp ruhig alles. Kipp ruhig alles auf einmal weg, ist okay. Worüber wollen die denn reden? Oh, warte, ich hätte die ganze Zeit hier reingehen können, ne? Fällt mir gerade so auf. Warte, wann hat er sie kämpfen sehen? Das fragt mich gerade wirklich, wann hat er sie kämpfen sehen? Die wirkt gar nicht mal so ungefährlich. Es war gerade so ein bisschen so ein Antron. Ey, pass auf, was du sagst, Freundchen. Ich kann auch was mit dem Schwert. So, und jetzt geht's auf ins Reich der Götter, oder? Weint er? Ah, das ist das letzte Item, was man gebraucht hat. Also gibt auch Sinn, warum dann keiner an diesen Ast rangekommen ist. Damit sollte doch eigentlich alles besorgt sein, oder?
源の水の流れが濃い場所だったということか。よく手に入れてくれた、狼を。Damit sollte man doch jetzt eigentlich alles besitzen, um weiterzukommen. Also, warte mal, ich gehe mal kurz mein Inventar durch. Ah, das sind nicht. Hier sind die wichtigen Objekte. Ich habe den Lotus des Palasts. Ich habe den Schutzstein und ich habe den Aromaast. Ich war gerade so, was ist denn ein Aromaast? Und dann so, oh, Aromaast. Ich denke mal, damit sollte ich alles haben, oder? Okami, kore de kitto. Minamoto no kouki o tatsa. Kouro ni atsumeta mono o kubete kure. Okay, nice. Räucherwerk verbrennen. Ich bin immer noch nicht ich weiß immer noch nicht, ob ich dazu bereit bin, aber ich gehe weiter. Ach ja, stimmt, der muss ja jetzt das Blut von... Oh. Von dem Götter erben. Sammeln sozusagen. Ach du Scheiße. Er bringt ihn aber nicht um, sondern schneidet ihm nur etwas Blut ab, oder? Bitte sag mir, er bringt ihn nicht um. Okay. Okay, es wäre nämlich... sehr übertrieben gewesen. Und eventuell die Farbe, die jetzt auf einmal rosa leuchtet. Nein, aber das fällt mir schon. Minamoto no Miya. Takeru-sama ga kakinokosarete ita tori. Soko kara senkyou ni tsujite iru no darou na. Sono Minamoto no Miya e no ikikata da ga. Kaguwashiku koshi ire tatematsuru. Kaori no ishi ga okareta saidan ni sou kakarete imashita. Sonata wa Minamoto no kouki o matotte iru. Alles klar, es hört gerade schon sehr stark nach Ende des Spiels an. Aber naja, man weiß es ja nicht. Tiefen von Ashina. Hochzeitshöhlentür. Ja, ich glaube, dann muss ich... Aromaast ist wie Minister... ja, genau. Ich bin gerade auch schon auf das Minister reingefallen. Ministerioanlage, ja. Oder genauso wie diese Worte, die man Englisch liest, obwohl sie Deutsch sind, wie Brathering. Wo man als erstes immer Pwafering liest, obwohl das Wort gar nicht existiert. Aber ich werde jetzt mal schnell kurz den Streamtitel ändern. Oh, ich bin gerade... Oh, wie soll ich den Streamtitel ändern? Ich will halt einfach nur nicht... Ich will halt nicht so Palast der Urquelle reinschreiben. Dem Reich der Götter immer näher. Schreibe ich. Ist, glaube ich, ein guter Titel. Weil das ist ja auch das Endziel und... In gewisser Weise ist man da jetzt wirklich schon ein gutes Stück näher rangekommen, weswegen ich mir denke, ist ein solider Titel für den Stream. Du wirst von uns der Kreative, ja, ich weiß. Genau das zerstört mich ja. Untersuchen. Die Sänfte wartet bereits, oder? Reich wird groß geschrieben, oder nicht? Ja. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier mit der Blue... Mit der Klinge und dem Duft bete, finden wir es heraus. Ah ja, Reich. Oh ja. Sorry. Ich ändere es gleich nochmal. Aber erstmal die Cutscene.
Warte. Okay. Das sah gerade eher so aus, als hätte der die Sänfte zermatscht, aber... Was ist das für ein Wesen? Ein Riesenstrohmann. Okay. Why not, Spiel? Why not? Oder, nee, warte, das ist eher ein Baum, oder? Sieht so strohartig aus, aber ich glaube, das sollen mehrere zusammenwachsende Bäume. Nee, das ist Stroh. Das ist definitiv Stroh. Aber hatte gerade schon ein bisschen was von, Shadow of the Colossus, wie der sich bewegt hat. Ich meine, ich habe das Spiel selbst nie gespielt, aber ich habe so ein paar Ausschnitte davon gesehen, da muss ich sagen, jo, passt schon ganz gut. Der verwendet nur Strom an Argumente. Wow. Ich respektiere den Witz, aber finde es schade, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin. To be honest. Aschina-Reisende Errungenschaft freigeschaltet. Nice. Ich hab hier unten Loot gesehen. Erstmal den guten Loot holen, Kügelchen. Ganz schön trocken. Hoffentlich hat er keinen Heuschnupfen. Das wäre nämlich gar nicht mal so gut. Das ja, ich muss jetzt auch noch einen Witz dazu machen. Mein, come on. Und hab den Witz mir verkniffen, Alter, fast so trocken wie mein Humor. Oh, das scheint die richtige verdorbene Nonne zu sein. Und nicht nur ihr Abbild. Oh, aber diese Herbstästhetik hier ist echt super. Okay. Ich glaube, ich sollte noch ein paar Gebetsperlen farmen, bevor ich hier hingehe. Okay, da sagt das Spiel an der Stelle wirklich so. Bist du dir sicher, dass du hier rein willst, mein Guter? Ja, dann musst du noch ein bisschen... Du musst noch besser werden.